Herr Streibel, wir hatten es ja schon angeschnitten, das Thema soziale Medien und welche Macht die haben, auch welche Verbreitungsmacht von Ideologien, Hass, Tiraden etc. etc. Wie sollte denn die Politik auf den Antisemitismus reagieren, der sich ja scheinbar unkontrollierbar im Netz ausbreitet? Das ist auch eine Sorge und wir in der Politik beobachten das natürlich auch sehr genau. Und man muss schauen, ja, also eine ist natürlich zum einen weiter auch aufklären und informieren, gerade auch im Netz, dass man einfach auch einen positiven Gegenakzent setzt, einen positiven Gegenpol, so wie wir es jetzt auch mit unserem Format hier machen, dass man nicht dem Hass das Netz überlässt, sondern man muss auch die positiven Dinge auch im Netz darstellen und auch bringen. Und dann muss man natürlich die Mittel unseres Rechtsstaats auch mutig einsetzen. Denn die Grundlage ist ja in einer vielfältigen, pluralen Gesellschaft, wo es viele verschiedene Kulturen gibt. Die Klammer, die alle zusammenhalten muss, ist der Rechtsstaat. Das Gesetz gilt für jeden gleich. Egal, ob er Katholik, Christ, Moslem, Jude oder Atheist ist, das Gesetz hat jeder zu befolgen und deswegen muss der Rechtsstaat auch wehrhaft sein und sich auch durchsetzen und da muss man auch von der Seite des Rechtsstaats dann auch einen großen Blick ins Netz haben und sehen, was da vor sich geht. Und in Bayern haben wir hier auch insoweit einmal auch reagiert, dass die Bayerische Landeszentrale für neue Medien eine Initiative gestartet hat, Justiz und Medien konsequent gegen Hass, dass man hier eine Plattform gefunden hat, ein Online-Verfahren, mit denen also Leute sich dann an die Justiz wenden können mit Prüfbitten, mit Strafanzeigen, ob jetzt Kommentare volksverhetzend sind oder andere Straftatbestände erfüllen. Und dass hier also der einfache Weg auch zur Justiz, zur Staatsanwaltschaft ist. Wir haben ja auch in Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft in München einen eigenen Bereich angesiedelt, also der gerade für also Antisemitismus zuständig ist. Und dass man hier also auch Erfolge hat, also dass dann also schon ja, diesem Jahr, zur Hälfte dieses Jahres, waren schon 244 Prüfbitten, 188 Ermittlungsverfahren und 31 rechtskräftige Verurteilungen. Und in der Regel hat man hier mittlerweile eine Aufklärungsquote von ungefähr 90%, so dass man also die Urheber von Hassbotschaften auch im Netz dingfest machen kann. Das heißt also, hier zeigt auch der Rechtsstaat seine Zähne. Und ich glaube, das muss man auch im Netz den Leuten sagen, also sie sind nicht in einem rechtsfreien Raum. Und wir lassen uns unsere Form zu leben, unsere gesellschaftliche Form auch im Netz nicht kaputt machen, sondern der Rechtsstaat schaut genau hin. Und hier, glaube ich, kann man ja, gut tätig sein. Und es gibt ja auch dann weiter das Netzwerk Gesetz, also dass man hier also schaut, dass die Plattformen dann rechtswidrige Inhalte auch sehr schnell wieder löschen. Dass man hier, also dass dann rechtswidrige Dinge auch nicht lange im Netz stehen bleiben. Also dass man hier auch einen Anspruch hat, dass das rausgenommen wird. Klar, es ist natürlich auch jetzt immer auch etwas schwierig, wenn dann die Betreiber von einer Plattform in den USA oder sonst wo sitzen. Also wir bewegen uns hier auch in einem internationalen Rahmen und Raum. Und da ist auch die Sache, wie weit wir als bayerischer Rechtsstaat, deutscher Rechtsstaat, auch als Europa dann letztlich da durchdringen können. Aber wir dürfen diesen, ja, Kampf, muss man sagen, den dürfen wir nicht aufgeben. Und das, was man hier also von Seiten auch der Justiz in Bayern machen können, das macht man. Und wie gesagt, also man hat eine eigene Abteilung jetzt in der Generalstaatsanwaltschaft, die sich auf das konzentriert, wo natürlich auch die Polizei auch immer mehr dann in die Richtung auch geschult wird, dass man hier auch genau schaut. Aber es ist auch wichtig, dass die Benutzer im Netz, sag mal, Hassbotschaften nicht einfach stehen lassen, beziehungsweise auch nicht ignorieren, sondern dass die das dann auch konsequent auch mit zur Anzeige bringen. Und glaube ich, da ist jeder von uns auch aufgerufen, auch im Netz,
so wie auf der Straße oder Zivilcourage zu zeigen. Und das ist, glaube ich, was wir auch stärker noch bewusst machen müssen. Und das ist, glaube ich, auch Aufgabe von uns in der Politik, aber von uns allen, dass man den positiven Wert von unserer Demokratie wieder deutlich herausstellt und dass man auch zum Mut aufruft, diese positiven Werte zu verteidigen. Also nach innerhalb der Gesellschaft, aber auch außerhalb der Gesellschaft. Also dass man hier wieder letztlich Farbe bekennt, weil gerade also ja vor und nationalsozialistischer Terror sind jetzt 75 Jahre her und bei manchen scheint es zu verblassen und hier muss man wieder auch die Erinnerungskultur haben, aber man muss auch sagen, es geht also wie gesagt um uns alle und unsere Kultur, wie wir leben. Sie haben gerade erwähnt, Herr Streibel, dass einige dingfest gemacht werden, einige Menschen übers Internet. Trotzdem herrscht ja diese verdammte, Entschuldigung, Anonymität. Und Frau von Schnurbein, die macht mich wahnsinnig. Was glauben Sie, wenn man wirklich als identifizierte Person nur noch posten könnte, würde das vieles verbessern? Also es ist ja erstaunlich, inwieweit Menschen selbst mit Klarnamen Dinge sagen, die sie früher nicht mal zu denken gewagt hätten. Ja. Von daher, es würde vielleicht einiges verbessern, aber ich fürchte, dass den Effekt, den wir uns erhoffen würden, der käme wahrscheinlich doch nicht. Ich glaube, dass wenn es um das Internet geht, da hat die Europäische Union einen echten Mehrwert, weil wir als Union von 27 gegenüber den Plattformen stärker auftreten können, als das einzelne Länder können. Wir haben deswegen wirklich einen Schwerpunkt gelegt in den letzten Jahren auf die Schaffung von besseren Regeln für das Internet. Das ist zum einen, dass Hassrede, Volksverhetzung, die auf der Straße gilt, auch im Netz verfolgt werden soll. Und da ist Bayern sicherlich eines der Länder, die da mit der Generalstaatsanwaltschaft und dem Bereich für Antisemitismus mit vorne dran sind. Auch weil es da zum Beispiel die Möglichkeit gibt für Plattformen, bevor sie was löschen, was illegal ist, das an die Staatsanwaltschaft zu melden und somit dann kein Datenschutzproblem für die Plattformen entsteht, die Daten behalten, die sie eigentlich dann nicht mehr haben dürfen. Ja, das ist zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel, was in der Strafverfolgung hilft, aber auch den Plattformen hilft zu löschen. Es war gar nicht so einfach, die Plattformen dazu zu bekommen. Wir haben 2016 einen Verhaltenskodex mit den großen Plattformen damals, Facebook, Google, Twitter und Microsoft abgeschlossen. Inzwischen sind da sehr viel mehr Plattformen beigetreten, in der sie sich verpflichtet haben, gemeldete Hassrede binnen 24 Stunden zu löschen. Als nächster Schritt jetzt wird der sogenannte Digital Services Act kommen, in dem Plattformen, und zwar alle Plattformen, ja, auch zum Beispiel Telegram in der Zukunft, den Behörden zunächst einmal öffentlich machen müssen, was ihre Datenflüsse sind, ihre Finanzflüsse, wer finanziert bestimmte Werbungen, dann auch also viel einfachere Möglichkeiten, Inhalte zu melden, die entweder illegal sein können, geprüft werden müssen oder auch Verschwörungsmythen, in denen man die von den Plattformen dann erwarten kann, dass darauf reagiert wird, entweder mit einem vorgeschalteten Information, was Sie sehen werden, ist illegal, weil die Verschwörungsmythen sind ja wesentlich schwieriger also denen zu begegnen, ist schwieriger, weil man es nicht einfach löschen kann. Ja, weil wir können im Rahmen der Meinungsfreiheit Dinge löschen, die illegal sind, aber Verschwörungsmythen sind oft nicht unbedingt illegal, sind aber können sehr harmvoll sein, wenn es um die Effekte geht, die damit erzeugt werden können. Und deswegen ist es wichtig, da dann auch die Zivilgesellschaft zu stützen. Wir haben gerade die erste EU-Strategie zu Antisemitismus
herausgebracht im Oktober diesen Jahres. Und die Stärkung von Netzwerken, die in allen EU-Sprachen antisemitische Hassrede einerseits und Fake News, Verschwörungsmythen aufdecken können und dem entgegentreten können. Und zwar nicht nur EU-Sprachen, auch Sprachen, die dafür bekannt sind, dass sie antisemitische Inhalte in die EU transportieren. Das ist einer der zentralen Bereiche neben den besseren, strengeren Regeln für die Plattform und dem Appell an die Mitgliedstaaten, Hassrede im Internet auch strafrechtlich zu verfolgen. Also ich glaube, das ist einfach der Dreh- und Angelpunkt. Wenn wir das nicht unter Kontrolle kriegen, werden wir auch die Antisemitismusbekämpfung insgesamt nicht unter Kontrolle kriegen. Dann das Internet ist das Haupteinfallstor für Antisemitismus in unseren Wohnzimmern.